Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Dungeon-Freunde, zu Vaporum. Ja, wir sind das letzte Mal in der Nicht-Positions-Area hängen geblieben. Und ich weiß gar nicht, habe ich hier schon reingeguckt? Nein, hier habe ich noch nicht reingeguckt. Ein Elite-Buckler ist für uns nicht relevant, da wir gute Schilde bereits haben. Jo. Precious Stone, Human Fumium, Interaction Chamber. Erstmal den Beacon austauschen. So, dann gucken wir mal, was haben wir hier. Man kann nur, hat nur begrenzte Möglichkeiten mit den Experimenten, mit den Tests von mit Mäusen und anderen Tieren. Also nochmal, man hat nur begrenzte Möglichkeiten mit den Tests mit Mäusen und anderen Tieren. Aber du wirst niemals herausfinden, was die exakte Interaktion mit menschlichen Wesen ist. Früher oder später müssen wir willentliche Testsubjekte finden für direkte Aussetzung an die Substanz. Nun, die Ergebnisse sind nicht zufriedenstellend. Wir beobachteten eine Verhaltensänderung oder eine physische Änderung bei den Subjekten, genauso wie eine sichtbare Änderung in ihrem Aussehen. Kombination 01001, ja, das ist das erste. Jetzt wollte ich gucken bei Failed Attempts. Tatsächlich, da steht sie ja. Die Kombination nämlich haben wir verdammt viel früher gekriegt. Und wenn man auf die vergisst, ja, dann verpasst man wohl das wichtigste Secret im Spiel, was nämlich nicht zu den normalen Secrets gehört. Die natürlich nicht hier stehen. Fumium, Gadget Damage. Na, wie auch immer. Ja. Genau, weil da habe ich ein bisschen gespickelt, was das angeht. Und die Kombination steht tatsächlich in den Failed Attempts. Und so heißt auch der Teleporter, zu dem wir müssen. Also zu dem wir gelangen. Gucken wir mal, was hier drauf steht. I can't believe it. The latest version of the Abrogator Gadget has disappeared from the lab storage. The device is exceptional in that it can deactivate any barrier powered by Fumium. It simply obliterates it in a blink of an eye. However, to function, it requires large amounts of Fumium itself. I used to power it up in a dedicated ray charging chamber, which we also use to recharge batteries for the golems and the other heavy machines. But it's more handy and fun to suck the Fumium out of my minions. Poor wretches usually don't survive. I suspect Sophie somehow got into the lab and stole the Abrogator out of spite, as revenge for me taking her teddy bear. To prevent any further damage, I removed all of the ray aligning mirrors from the chamber and stashed them away in the research chambers. I remember the gadget, the Abrogator. We built a whole chamber for recharging this stuff as the conventional energy transfer was not enough. Apparently, Laura somehow managed to upgrade the gadget to recharge off Fumium-based organisms. However sick that is, it might just come in handy now. Mm-hmm. Das heißt, mit dem Abrogator könnten wir auch nachher Gegner ausschalten, die auf Fumium basieren, also eigentlich alle Gegner. So, jetzt will ich mich um den Code kümmern, den ich euch gerade gezeigt habe. Falsch. Das ist bei Lover fehlt uns auch nur noch ein Eintrag. Failed Attempts.
Ja, genau, da steht, man kann die Kombination benutzen, aber es wird abgeraten. Also 1, 1, 0, 0, 1, 0. Super Secret Found, genau. Gucken wir uns erstmal hier in Ruhe um. So. Tafeln. Tibor Raptor Head Architect. Original Autor and Head Architect of the Arx Vaporum Project. Known every nook and cranny of the tower. Richard Wesley, Bureau Officer, High Ranking Supreme Bureau Officer, one of the main benefactors of the Arx Vaporum Project. Did regular peer reviews of gadget blueprint implementation with engineers. A nightmare if you ask them. Lukas Schrapek, Construction Manager and Beast Tender. Built and co-authored many of the building blocks the Arx Tower is made of. Also bred many creatures and constructed robots used for research. Also ja, das hier sind die Credits, die Entwickler. Matej Sajacic, Gadget Technician. Original co-author and head gadget here. Spent many nights grumbling about the bureau with fellow engineer Runkwalf. Ja, Runkwalf, den gibt's aus dem Spiel, aber er ist halt eine lebendige Person. Otto Vosa, Bureau Officer. High ranking Supreme Bureau Officer, one of the main benefactors of the Arx Vaporum Project. Made sure every piece of machinery built in the tower went through the most thorough quality assurance process possible. Also Qualitätssicherung. Peter Ulikiansky, Head Machine Engineer. Created clockwork systems that compromised the backbone of the Arx running process. Also engineered many devious mechanisms and devices. Ah ja. Und da sind die Sachen drin. Einmal ein Circuit Upgrade, wie nett. Und ich glaube, die mächtigsten Rüstungen im Spiel waren hier drin. Nehmen wir einfach mal alles an uns. Unknown Teleportation Subject 42. Es sieht so aus, als ob ich zwischen den Realitäten reise. Weil es sich nach Wochen nun schon anfühlt. Ich war an seltsamen Orten, die ich mir nie hätte vorstellen können. Es passiert einfach. Du bist irgendwo, es geht dir gut. Und dann auf einmal die Geräusche, das Heulen und dann das Schnappen. Oder der furchtbare Schmerz und das Gefühl, als ob du eine Meile lang gedehnt wurdest. Und dann, aus dem Nichts, bist du irgendwo anders. Dein Körper jedoch fühlt sich irgendwie anders an, falsch an. Als ob es in der anderen Realität zurückgelassen wurde. Und dann hat das Reisen auf einmal aufgehört. Irgendwie habe ich eure Stimmen... Irgendwie höre ich eure Stimmen vor dem Kontrollraum die ganze Zeit. Ich schreie mir die Lungen aus, aber ihr antwortet niemals. Nun fühlt es sich so an, als ob ich mich einfach auslöse. Aus der Existenz verschwinde. Bitte, ich flehe euch an, bringt mich hier raus. Okay. Geht es hier jetzt um den Spielercharakter vielleicht? So, erstmal ein Circuit Point. Chance of Instantly Reset. Das wäre schon mal einmal eine schlechte Sache. Headgun Firing Speed Clustering Unit. Das finde ich nicht so schön. Armor habe ich schon. Blocking. Ja, Retaliation Damage ist zum Beispiel gar nicht mal so schlecht. Äh,
Retaliation. Oder einfach höhere Chance für Instant Reset. Ne, ich nehme einfach mal Retaliation. Oh, ich kann doch gar nicht. Ich brauche erst noch einen Punkt hier. Okay, dann erhöhe ich mal meine Blockchance erstmal. Das ist nämlich auch nicht schlecht. So, und dann gucken wir mal, was haben wir hier. Also erstmal den Helm. Energy Regeneration. Gadget Damage. Integrity. Ja. Und hier Rüstungen. Combat. Das ist der Tech-Anzug und das ist der Toughness-Anzug. Repair Power. Aber nee, ich nehme das hier. Mit mehr Melee Speed, Firing Speed. Wird mir das auch angezeigt? Na, bleiben wir einfach mal so. Finisher. Da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Ich packe erstmal das alte Zeug, was wir nicht mehr brauchen, weg. Jo. Der Finisher ist eigentlich besser. So. Gut, jetzt brauchen wir Human Fomium Interaction Chamber. 010001. Munition, und was ist bist du? Elite Servo Booster. Das ist die Nahkampf. Der Nahkampfboost, eine verbesserte Variante. Bash, bash, ich kann zumachen. Und du kannst nichts dagegen tun. Weil ihr macht nicht mal so viel Schaden. Und ich kann euch aussaugen. Ich mach mal die Tür kurz zu und warte, bis das regeneriert ist. So. Gut. War ja ganz einfach, hätte man sagen können. Ich traue aber dem Braten nicht. Genau. So, stirb einfach. Da ist noch einer. Du könntest aber ein Berserker sein, so wie du aussiehst. Oh, du bist tot. Gut. Noch einer. Oh,
Und du bist auch tot. Gut. Gucken wir mal von der anderen Seite, ob da auch noch einer kommt. Nicht, dass wir jetzt dann gleich überrascht werden. Sieht bis jetzt nicht danach aus. Teleporter zurück. Da ist nichts. Da ist noch eine Truhe. Okay, dann gucken wir erstmal die Truhe hier an. Munition, das ist gut. Die Spiegel brauchen wir. Die hat Laura nämlich in ihrer letzten Erzählung erwähnt. Ah, die beiden Sachen können wir auch mal mitnehmen, können sie dann nachher rauswerfen. Elite Acid Nozzle. Ja. Adamant Plating für Toughness und Ventilation Chamber. Nicht wirklich eine Testkammer per se. Wir nutzten diesen Teil der alten Sandventilationssystems, um unsere Tests an dem leichten Fumium, an der leichten Fumiumgaszirkulation durchzuführen. Und für den um den Effekt an der Populenz zu testen. Ich bin nicht sehr stolz über dieses eine, weil die Konsequenzen sehr kostspielig waren. Aha. Und wir sind wieder hier. So, dann packen wir mal hier weiteres Zeug rein. Ich bin froh, dass man in diese Taschen reinpacken kann, wie viel man will. So, das heißt, es geht in die nächste Kammer des Schreckens. Das ist dann 0, 1, 1, 0, 1, 1. Okay. Ich habe hier einen Rückzugspunkt. Okay, das ist gut. Außer natürlich, es kommen böse Gegner. Wie die da zum Beispiel. Ja. Wäre sehr nett, wenn du sterben würdest. Okay, du bist der Böse von denen. Jetzt bist du geheilt. Au. Ich kann dich hauen. Und töten. Gut. Mal sehen, wir brauchen noch 110 Fumium, ob wir das hinkriegen. Ein Teleporter. Das war's schon? Warum kann ich nicht irgendwie nicht glauben, dass da nicht irgend noch ein Secret drin steckt? Gucken wir am besten mal in die Kammer rein. Achso, hier ist ja die Tür aufgegangen. Ein Elite Shield und ein Tech Outfit und die Abandoned Test Chamber.
Ah ja, diese eine. Seit den Experimenten in der Human Fumium Interaction Chamber hatten wir nichts als Probleme in diesem Testraum. Fumium hat sich in verschiedene Formen und Variationen hier manifestiert. Und wir sind quasi gezwungen, es hier mit den Resten oder den Schlägen der Substanz zurückzulassen. Ich schreibe hier die Teleportationskombination nieder, aber bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Kammer sehr gefährlich ist, als sehr gefährlich angesehen wird. Okay, wenn ich jetzt in die Statistik gucke, fehlen uns immer noch 4 Secrets, eins auf diesem Level und noch eine Note von Lorva. Nun, ich dachte halt, vielleicht gibt es hier irgendwo einen geheimen Knopf. Mit dem wir da rein können. Okay.